Folge 257 von Simotrans. Ja, wir haben letztes Mal hier geguckt. Also der Zug wird hier beladen. Wie sieht's mit dem zweiten aus? Der kriegt nix. Dieser hier, der tuckert hier verdammt langsam um. Den müssen wir mal austauschen. Der Postzug fährt. Wie sieht's denn hier mit Passagieren aus? Ja, siehst du, das ist ja schon mal Wahnsinn, ne? Wartende Passagierzielort via Menge. So, jetzt haben wir es über Hardex im Baustoffhandel. Also der kann ja sowieso gerade nichts so richtig schaffen da mit 3410, ne? Ich glaube, Riedenburg, mittelalterliche Kirche, das geht aber dann hier weg mit dem Bus oder sowas, ne? Okay, da stehen dann auch noch reichlich. Wieder falsche Taste gedrückt, ne? WASD geht hier nicht. Das heißt, das Schweinetaxi müssten wir mal überholen. Das fährt sowieso nicht schnell genug, ne? Dann lass uns mal zum Dingens gehen. Zum Depot gehen und dann müssen wir das mal austauschen, oder? Elektrotraktion und ich denke, wir nehmen ihn hier den Flirt, ne? Das ist ein Mittelzug oder was ist das? Okay, der hat gleich den Triebwagen da dran. Ne? Wie viel machen wir da? Was ist denn da jetzt hier gerade angesagt an Personenzuladung? 58? Achso, das haben wir da oben, ist man glaube. 58, 65. Hatte, hier gab es doch irgendwo auch einen Punkt, wo man sehen kann, wie wir gerade komplett drin sind, oder? Da, 181, alles klar. Warte mal, was ist denn das Schluss? Aha, das ist dann schon nicht mehr der schnellste, oder wie sehe ich das? Okay. Schluss elektrisch. Ich glaube, wir lassen das so mal, oder? 362 Passagiere. Ja, lassen wir das so. Jetzt müssen wir nur gucken. Ist das ein Fernzug? Döbeln, Radolfzell? Nein. Güterzug ist es definitiv nicht. Gerste, Mühle, Getreide, Granulat, Hardexen, Riedenburg. Das ist es wahrscheinlich, ne? Dann starte den mal. Jetzt haben wir noch einen dazugekauft. Jetzt müssen wir nur den alten da loswerden, ne? Aber der ist ja wahrscheinlich noch nicht mehr hier irgendwo. Oh doch, er hat es schon bis hierhin geschafft. Das Schweinetaxi mit 208 Passagieren fährt auf Hardexen Riedenburg. Genau so ist es. Und das machen wir mal nicht laden. Dieses 208 sind ja auch gleich weg, ne? Und der andere müsste ja jetzt hier auch gleich schon ankommen. Da ist er. Ja, ist ein Doppelter. Irgendwie sieht er komisch aus, oder? Das Ende auf jeden Fall. Oder täuscht das jetzt beim Fahren? Nee, ist richtig. Sah nur so aus, dass der hinten nicht so rund ist. Passt schon. So, der ist gleich weg. So, wir können auch Ausmustern drücken, dann macht er das ja sowieso, wenn er gleich angekommen ist, ne? So, Linie ist aber neu besetzt und fährt zügiger erstmal und auch mehr, ne? Und er hält andere Züge wahrscheinlich mehr auf, ne? Das ist das Nächste. Der Postzug, da müssen wir nochmal überlegen, was wir mit dem machen. Der fährt nämlich auch wahrscheinlich da nicht so dolle Zahlen ein, oder? Obwohl, doch, der fährt plus ein. Aber hier warten ohne Ende Post... sag schon.
Postdecke. Okay, und die Geschichte, wo er jetzt hinfährt. Ja, wir können ja auch mal gerade über die Linie gehen und gerade gucken, ne? Ja, hier sind nicht so viele Postdecke, aber da sind ja reichlich. Also es ist in die eine Richtung nicht so viel wie in die andere. Wie viel bringt er denn rüber? 120, okay. Müsste man überlegen, ne? Was man mit dem noch macht. Wie sieht's denn aus mit unseren Bilanzen hier? Da. Ja, es ist, wird auf jeden Fall besser, ne? Der Dingens ist weg. Das Schweinetaxi. Vielleicht sollten wir einfach hier reinschauen und mal gucken, was die Zugliste sonst so noch auf sich machen lässt. Nicht Bezeichnung, sondern Gewinn. Das haben wir schon bearbeitet. Der ist ja fast voll und fährt dann. Der fährt. Das ist die Frage, wo fährt er hin? Da fährt er hin. Mal gucken, was da reingeht oder nicht reingeht. Er fährt leer durch die Gegend, ne? Das bringt uns nicht weiter. Wo ist denn sein Ziel? Oder wo ist das zweite Ziel? Das ist hier, okay. Zur Kohlemine fährt er dann. Das ist hier, der muss in der Kohlemine halt stehen bleiben. Das nützt ja nichts. Linie ändern. Da steht nur 10%, okay. 10% ist nicht so viel dann. Aber die hat er doch gerade gar nicht gehabt. Der fuhr da mit Lohn durch die Gegend, oder? Führt er jetzt erst... Ach so, 1,32 haben wir da auch. Jetzt ist die Frage, warum... ...32 wäre täglich, das ist alle zwei Tage, ne? Ich glaube, das reicht dann auch. Lassen wir erstmal so und 100% Beladung kann er natürlich auch fahren dann. Okay, dann geht das erstmal. Und er hier... Der wartet auf 100% Beladung, will ich hoffen, ne? Riedenburg Rathaus. Der steht jetzt hier, Güterzug Kohle Stahlwerk. Da ist aber nix, ne? Oder? Nein, der steht da nicht, der steht hier. Ja, vertue ich mich jetzt? Nee, hier muss er hin, ist klar. Der steht zurzeit. Oh, hier steht er zurzeit, richtig. Wir müssen unbedingt gucken, dass die Ketten vernünftig funktionieren, ne? Industrien. Ausgang. Jetzt müsste man gucken. Produktion. Status. Was zeigt mir die Balken an? Grün bedeutet, er produziert wahrscheinlich. Rot, die Bäckerei. Gehen wir doch da mal hin und gucken gerade in die Bäckerei rein. Wo ist die Bäckerei? Hier. Die backt nicht, weil Eier fehlen. Alles klar. Also das ist... Die sind alle gut am Laufen hier wahrscheinlich und die nicht. Und was bedeutet Orange? Orange läuft. Keine Ahnung, was das mir sagen soll dann.
Rot läuft nicht, gehe ich mal von aus, ne? Na. So ist ja offen, ne? Hier. Die produzieren jetzt zwar, aber. Wird abgeholt, ist die Frage, ne? 7 Tonnen landwirtschaftliche Güter liegen da. Und es wird produziert. Nur Gerste wird gebraucht, aber da liegen nur noch 7 Tonnen. Das wird hier, bis es voll ist, wieder produziert, so ungefähr, aber es wird nichts geholt, weil keine Abnehmer. Gut. Gucken wir mal hier nach der Möbelfabrik. Wo ist das Problem der Möbelfabrik? Die haben keine Bretter. Das heißt, wir müssen Bretter anliefern. Die Bretter. Sollten von hier kommen. Gehen zur Möbelfabrik. Na, warte mal, das verstehe ich jetzt nicht. War das hier gerade eine. Ne, weiter hinten ist das noch, ne? Da ist ein Sägewerk. Ne, da ist die Möbelfabrik. Warum werden denn keine Möbel rübergebracht? Hier liegen Bretter, oder sehe ich das falsch? Ich sehe schon wieder das Problem, ne? Der steht an der falschen Stelle. Ah. So, jetzt machen wir mal was ganz Interessantes für den extra. Wir bauen mal eine Straße hier lang. Und dann brauchen wir das hier. Und jetzt machen wir hier den nochmal auf. Ändern die Linie. Waldeck Wald ist das. Ne, das brauchen wir jetzt gerade nicht. Wir müssen Linie ändern machen. Der soll dahin. Und das Ganze soll hier auch 100% sein. Und das löschen wir raus. Schließen das Ganze. Und er ist ja irgendwo noch offen da. Kriegt jetzt den anderen. Sollen wir gerade wegfahren? Der kriegt jetzt seinen eigenen Halt da rein, ne? Ich hoffe, das funktioniert, was meine Idee da war. Ich hoffe, der biegt vorher ab. Ja, tut er. So, dann funktioniert das da auch mit den Brettern wieder, ne? Weil der fährt natürlich da rein, ist klar. Ausweichsignal ist manchmal nicht der Bringer. Wie, jetzt sind hier keine Bretter? Hier liegen noch 2000. Ach, der braucht wahrscheinlich halt Länge 2, ne? Das ist wieder krass, ne? Welcher ist denn das, der da ist? Ist das der? LKW-Ladezone. Sieht die so aus. So, und jetzt hat er seine 2 Bretter gekriegt. Ja, passt sogar das Schild mit der Ladezone. Also das ist jetzt nicht so prickelnd, dass da hier Felder für LKWs mit 1 und 2 halten sind, ne?
Den habe ich jetzt wieder nicht auf dem Schirm, dass der 2 halt länger braucht, ne? Halt länger mindestens 2, deswegen ging das nicht. Aber jetzt kriegt die Möbelfabrik erstmal wieder Material und dann geht's auch wieder voran, ne? Ich hoffe, hier ist das nicht so. Marge wollte ich gucken, ob sich schon was geändert hat. Ja, wir sind im Plus, das ist schon mal gut. Das heißt, wir kriegen wieder Geld dazu. Insgesamt gesehen natürlich nur. Es läuft zwar runter, aber insgesamt gesehen läuft es hoch. Betriebsgewinn, ja, plus. Das sieht gut aus. Ich glaube, wir kommen wieder in Gefilde, wo wir weiterkommen. Müssten wir hinkriegen, ne? Die produzieren jetzt gleich wieder. Ist die Frage, wie schnell sind die Bretter alle? Brauchen wir einen zweiten LKW, ne? So, 29 Bretter sind da. Und die Möbel werden produziert. Wie schnell läuft das? Gute Frage, ne? Vor allem die nächste Frage ist, wer holt die Möbel ab? Ist ja auch kein LKW hier drin, ne? Ja. Die Farben werden auch abgeholt mit dem anderen. Ich warte jetzt erstmal, ob der LKW das schafft, einer, sonst müssen wir noch einen zweiten dazu haben. Wegen den Brettern, ne? Wo liegen denn hier? Die Möbel sind mit 605 Stück da. So, noch 6 Bretter sind da. Wahrscheinlich ist der LKW erst da unten angekommen, ne? Ah, ich habe ihn schon nicht mehr erwischt. Irgendwo, da kommt er. Okay, jetzt ist das letzte Brett gleich unterwegs. Das heißt, eine Tour ist brettermäßig unterwegs. LKW, Bretter, der, ja, ist tatsächlich nur der Anhänger. Also der LKW mit Anhänger. So, und dann muss dann noch auf die passende Linie. Ja, wenn ich jetzt wüsste, welcher das wäre, ne? Wann kommt der denn her? Dann kann ich den gerade auswählen. LKW, Bretter, Farben, Möbelfabrik. Und starten wir den mal, ne? Ach, werden es besser. Ich glaube, wir machen nur einen mehr, dann. Obwohl. Doch. Einer noch mehr. Starte den auch noch. Klappt schon. Okay. Fahr du mal dahin. Macht Sinn, ne? Erst Bretter holen und dann da hochfahren. Und bei dem das gleiche in grün. Klappt. Und hier sind ja reichlich Bretter gewesen, ne? Da haben die ja Zeit, die da hochzubringen. So, Steine müssen auch irgendwo geladen werden. Aber erstmal müssen wir hier noch gucken, dass wir diese LKWs hier. Ach, die fahren jetzt alle da drüben hin. Nicht so prickelnd. Der ist auf der gleichen Linie. Das bedeutet, in der nächsten Folge richten wir hier noch eine zweite Linie ein für die
die Möbel hin und her fahren und die Farben. Die können nicht auf der gleichen Linie sein wie der andere, das funktioniert ja nicht. Gut, kriegen wir aber hin, denke ich mal. Machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.